Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich war auch vor 2 Wochen in der vielfach bereits angesprochenen Reise mit dabei. Gemeinsam mit der Ministerin von der Leyen haben wir uns ein Bild vor Ort in Jordanien und im Irak gemacht. Und mir ist eines dabei aufgefallen, und ich glaube, ich war schon in ziemlich allen Einsatzgebieten der Bundeswehr. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Soldaten selbst so von einem Einsatz überzeugt waren wie in Irak und in Jordanien und uns explizit aufgefordert haben, das, was sie dort leisten, auch weiter mit diesem Mandat mit zu unterstützen. Und meine Damen und Herren, der Herr Lukassen hat angesprochen oder hat gesagt, naja, der IS ideologisch ist er noch nicht besiegt und es macht doch jetzt überhaupt keinen Sinn, gegen die Ideologie zu kämpfen. Herr Lukassen, wo sind Sie? Dritte Reihe Mitte. Ah, hier in Mitte. So. Herr Lukassen, Sie haben, was grundsätzlich nicht verstanden. Und zwar, der Punkt war, der IS hat keine Landstriche mehr unter Kontrolle. Es gibt aber immer noch Widerstandsnester des IS. Es gibt immer noch IS-Sympathisanten, die immer noch bewaffnet sind, die immer noch Materialdepots unterhalten und die sich immer noch im Irak mitbewegen. Und was die Bundeswehr macht, nämlich insbesondere mit der Aufklärung durch die Tornado-Flugzeuge, sie überwacht diese Bewegungen, sie guckt, wo Material wohin gebracht wird und sichert so auch die weitere Zunahme oder bekämpft so auch indirekt die weitere Zunahme und Wiederlandnahme des IS, indem sie nämlich der Allianz die notwendigen Daten dafür zur Verfügung steht. Und was das konkret bedeutet, meine Damen und Herren, hat uns der Einsatzkontingentführer vor Ort auch präsentiert. Und ich habe die Unterlage jetzt mir gerade mitgenommen, weil sie es angesprochen worden ist. Die Tornados wurden im Jahr 2018 bis zum 13.09. insgesamt 442 Mal angefordert. Erfüllen konnten sie die Aufträge in 436 Fällen. Das ist eine Erfüllungsquote von 98,6%. Und Sie sehen also, der Bedarf besteht weiterhin. Die Bilder, die wir schießen, werden dort dringend gebraucht von der Allianz. Und Sie sehen übrigens noch etwas weiteres, nämlich dann, wenn nämlich die Bundeswehr tatsächlich in den Einsatz gefragt wird, dann ist ihre Einsatzbereitschaft richtig hoch und wir können stolz darauf sein, was unsere Soldatinnen und Soldaten dort leisten. Herr Lukassen würde eine Zwischenfrage stellen. Ich lasse die Zwischenfrage zu. Ich habe eh wenig Redezeit. Wollen Sie meinen Job übernehmen? Dann gut. Vielleicht. Also, Herr Lukassen, bitte. Danke, Herr Kollege Brandl. Ihren Vorredner betreffend möchte ich 2 Dinge einfach mal klarstellen, da Sie scheinbar ein bisschen aus Ihrem Blickwinkel geraten sind. Sie sind, wie wir alle hier, verantwortliche Angehörige dieses Bundestages, Abgeordnete, gehören der Legislative an. Das andere sind unsere Streitkräfte. Und die haben Sie vor Ort gesehen. Und die machen einen tollen Beitrag. Und dazu brauchen wir auch nicht dauernd hier ein Kerzchen anzünden und den danken. Das ist selbstverständlich. Und das machen die Soldaten gerne und gut. Das Zweite ist, Sie haben darüber zu entscheiden, über dieses politische Instrument. Und wenn die Soldaten mich dort vor Ort gefragt haben, dann werden sie auch dabei gewesen sein und sie sind dabei gewesen und sie werden mitbekommen haben, dass es nur einen Abgeordneten gegeben hat, der den Soldaten eine klare Antwort gegeben hat, wie seine Fraktion entscheiden wird. Und das war ich. Und ich habe gesagt, jawohl, Sie haben sich alle damit rumgedrückt, das müssen wir vorbehaltlich der Fraktion und bla bla bla. Ja? Und ich habe den Soldaten gesagt, klar, die AfD-Fraktion wird dem Einsatz nicht weiter zustimmen. Und nehmen Sie das einfach mal zur Kenntnis, das verstehen Soldaten, unabhängig davon, ob sie ihren Auftrag gut durchführen oder nicht. Danke. Herr Dr. Brandl, bitte. Ich nehme es zur Kenntnis, ich vermute mal, es muss eine andere Reise gewesen sein, an der Sie teilgenommen haben, weil auch ich bin gefragt worden von den Soldatinnen und Soldaten. Ich habe gesagt, die CDU-CSU-Fraktion steht unmissverständlich zu diesem Mandat und wir wollen es auch fortsetzen.
Danke. Und meine Damen und Herren, ich werde noch auf die zweite Säule kurz eingehen dieses Mandates. Es war im Irak. Wir haben die Ausbildungsmission dort auch mit besucht. Unsere Soldatinnen und Soldaten machen dort ABC-Ausbildung. Das heißt, sie schulen Soldaten der irakischen Streitkräfte darin, wie sie umgehen mit Chemiewaffenbedrohungen. Und das wird plötzlich dort vor Ort richtig real. Wir haben Soldaten der Iraker getroffen, die uns erzählt haben, sie waren nach der Rückeroberung von Mosul dort in der Stadt unterwegs und sind immer wieder auf irgendwelche Kanister gestoßen, die in ehemaligen IS-Unterkünften standen, und sie wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten. Die Amerikaner haben ihnen Detektionsgeräte geschenkt, Stück für 80.000 Euro, aber keiner hat ihnen gezeigt, wie man richtig damit umgeht. Was unsere Soldatinnen und Soldaten dort machen, ist die Iraker auszubilden, gerade mit diesen Geräten, gerade in dem Umgang mit ABC-Waffen, insbesondere im Schutz gegen chemische Waffen. Es hat einen hohen Sinn, es hat einen hohen Wert, und es wäre fatal, wenn wir das zurückfahren würden. Deswegen freue ich mich, dass die Bundesregierung zu dem Schluss gekommen ist, dieses Mandat fortzuführen. Und ich kann für meine Fraktion sagen, dass wir es nächste Woche auch im Ausschuss und dann hier im Plenum zustimmen werden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, Dr. Brandl.